Wenn Kameraleute als Regisseur einen Film machen, legen sie oft besonderen Wert auf die Bilder, während sich die Schauspieler nicht selten etwas alleine gelassen fühlen. Ein Cutter würde bei den Dreharbeiten wahrscheinlich schon an den Schnitt denken und penibel auf die Vermeidung von Anschlussfehlern achten und so weiter. Nun hat die Schauspielerin Jule Ronstedt, die wir zum Beispiel aus Wer früher stirbt, ist länger tot kennen, zum ersten Mal Regie geführt. Und man sieht, dass sie als Schauspielerin ihre Schauspieler hervorragend inszeniert hat. Kolleginnen und Kollegen wie Monika Gruber, Stefan Zinner, David und Sigi Zimmerschied, vor allem aber ihre Hauptdarstellerin Lisa Maria Potthoff. Und dabei hat sie aber auch noch auf eine gute Kameraführung geachtet. Das Licht, den Schnitt, die Musik und. Und bei der Premiere von Maria Mafiosi im Filmtheater am Sendinger Tor wurde dann deutlich, dass sie alle wegen Jule Ronstedt mitgemacht haben. Und wer nicht dabei war, kam dennoch wegen ihr zur Premiere. Die erste Premiere als Regisseurin. Wie geht es Ihnen gerade? Und ist das ein großer Unterschied zu Premieren, wo Sie als Schauspielerin fungieren in dem Film? Ja, das ist ein großer Unterschied, weil man ist ja tatsächlich ziemlich verantwortlich für das alles, was hier gleich zu sehen ist. Ich bin äußerst aufgeregt, ich bin aber auch voller Vorfreude und bin auch glücklich, meine Schauspieler hier und das Team wieder zu sehen. Die sehen zum Teil den Film auch zum ersten Mal heute. Also was heißt auch, ich habe ihn oft gesehen. Wenn man spielt, dann ist man ja ein Teil nur in einer Geschichte und es ist einfach das größte Projekt, was ich je gemacht habe. Also insofern, mein Herz pocht. Von den Eberhofer-Krimis, da kennen wir dich schon, da bist du aber nur Schreibkraft. Jetzt bist du als Ermittlerin aufgerückt in Maria Mafiosi. Wie gefällt dir dieser Aufstieg? Ja, ich wollte Karriere machen und es ist mir wohl gelungen. Also Entschuldigung, von der Schreibkraft zur ermittelnden Polizistin, machen wir das mal nach. Jetzt habt's Kundschaft. Ich verstehe es einfach nicht, dass so eine hübsche junge Frau wie du ohne Mann da steht. Das ist die Uniform. Da haben die Männer Angst. So ein Schmarrn. Es ist eine Romeo und Julia-Geschichte. Ja, total. Würde ich jetzt auch sagen, ja. Nur Julia war nicht schwanger, glaube ich, oder? Beide trauen sich nicht, ihren Eltern zu sagen. Ja, oder auch ein bisschen bayerische Sopranos ist da auch noch mit drin. Und dann geht irgendwie alles schief. Weil die Eltern, also die Familien, sich gegenseitig nicht sonderlich grün sein dürften, weil du kommst aus einer Polizistenfamilie und er aus einer Mafiosi-Familie. Bayern, Italien, Culture Clash, das ist die Geschichte. Hast du deinen Eltern schon gesagt? Nein. Ist aber schon klar, dass in ein paar Wochen unser Kind kommt. Naja, niemand darf uns zusammen sehen. Maria und ich, wir werden eine Familie. Willst du heiraten, Tochter von unserem Boss, Donatella? Was denn? Donatella habe ich das letzte Mal gesehen in der Eisdiele in Neapel. Da war ich 5. Die haben heute einen Toten aus der Odelgrube gezogen. Was hätte ich denn mit dem machen sollen? Zersägen, begeizen, einkochen, was weiß ich. Es gibt Lebensumstände, da fordert einen die Unvernunft geradezu heraus. Er ist so sensibel wie ein Mädchen. Ich finde es ja grundsätzlich ganz toll, dass es schon diese Heimatverbundenheit wieder gibt, die da Rosi ja quasi schon angefangen hat mit Wer früher stirbt, ist länger tot. Jetzt sind wir natürlich in der Krimi-Zeit angekommen und da müssen natürlich auch Heimatkrimis stattfinden. Schauen wir mal, was in ein paar Jahren ist, wenn Krimis dann nicht mehr so sind. Aber ich finde es natürlich super, dass es lokal Kolorit gibt, auch im Kino. Ich finde, die Heimat ist immer abgründig, von daher sind Krimis genau das richtige Genre. Ich glaube, es gibt nichts Gemeineres als Heimat oder Familie. Ja, Frau Pavlovic, was soll denn das mit dem Gewehr? Wir haben doch ein Leich. Dafür brauchen Sie aber einen Waffenschein. Ja, sicher. Brauche ich den von meinem Mann?
Rocco, wo bleibst denn du? Es ist etwas dazwischen gekommen. Ein Todesfall. Du kannst nicht einfach machen, was du meinst. Was sagst du jetzt? Sagst du ja? Wir haben das doch schon 100 Mal durch. Vielleicht war was mit seinen Spermien, wenn die genauso fad waren wie er. Warte, Maria. 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 Bitte, Maria. Kennst du das auch aus dem wahren Leben, dass du schon mal mit jemandem beieinander warst und deine Familie war überhaupt nicht dafür oder andersrum? Nein. Ja. Allerdings. Und das Erstaunliche war, dass sie recht gehabt haben. Das hat mich hinterher geärgert, aber nein, normalerweise soll man eigentlich auf die Mama hören, weil die bessere Menschenkenntnis. Mama und Oma früher schon. Nee, das kenne ich nicht, weil ich habe mir da nicht so reinreden lassen. Naja, meine halbe Verwandtschaft kommt ja aus Niederbayern. Also ich meine, ist sehr ähnlich. Also anders, aber ähnlich, gleich. Ja, das ist schon lange her. Aber das war tatsächlich mal so. Also mit einem Schauspieler kann es nichts werden. Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, war nicht so bei mir. Aber was ich erlebt habe, ist, dass man die eine oder andere Wohnung nicht gekriegt hat, weil man Schauspieler ist. Weil es als unseriös klingt, glaube ich, oder gilt. Aber nee, was so Familienfehden angeht, kann ich... Meine Eltern sind viel zu liberal, als dass ich mit so einer Geschichte aufwarten könnte. Leider nicht. Mein Vater ist immer nur sauer, weil man mit einer zusammen war, die einen großen, also viel Grund gehabt hat. Das soll ja angeblich nicht ganz legal gewesen sein. Das war die Partie gewesen, hat er gesagt. Ist aber nicht wahr. Ja, ich war mal in die Tochter eines Feuerwehrhauptmanns verknallt. Da war ich Hippie. Der war überhaupt nicht davon angetan. Und hat mich dann auf einen Segeltörn mitgenommen, auf einem dieser kleineren Seen. Da ist mir bei so schlecht geworden, dass er seine Rache ganz schnell bekommen hat. Und er hat mich wirklich ausgebotet, die Sau. Um es mal klar zu sagen, es ist ihm gelungen. Selber habe ich es nicht erlebt. Ich habe es bei Freunden erlebt, wo das so war, wo es irgendwie so klassisch ist. Na, das ist keine für die und so. Mein Papa hätte grundsätzlich gern gehabt, dass der Bauer Hektar mehr hat. Aber da ging es jetzt nicht darum, dass die Familie vielleicht nicht okay gewesen war, sondern der war Vermessungsbeamter und hat gesagt, du, ich schau da noch, ob da was ist, was die für Sache haben, wie viel Hektar. Und, aber das habe ich ihm nicht erfüllt, leider. Wären deine Freunde oder deine Familie dagegen, aber du wärst total in diese Frau verknallt, würdest du drauf pfeifen, was die anderen sagen? Da muss ich ja jetzt fast ja sagen, oder? Nein, nein, ich hänge sehr an meinen Eltern, es wäre mir nicht egal. Ja, es ist, glaube ich, schon schwierig, aber wenn man jemanden wirklich liebt, dann ist es, glaube ich, dann muss man vielleicht auch mit Menschen brechen. Aber wenn es wirkliche Freunde sind, dann würden sie es vielleicht auch akzeptieren. Solange es romantisch ist und wild wuchernd, ist das ja ganz cool. Aber nach 3 Monaten hat sich das dann überholt. Aber wie gesagt, das ist schon über 20 Jahre her. Man neigt dazu, drauf zu pfeifen, gell? Ja, natürlich. Das ist halt bei Kindern so, wenn die Eltern was verbieten oder sagen, ja, du wärst doch nicht mit dem Deppen, dann ist ja sowieso der Trotz schon angestachelt und man denkt sich, ja, jetzt hast du recht. Immer. Nein, passt schon so. Na, weil ich... Das weiß ich viel besser und wegen mir, da lasst er ja alle anderen Weiber stehen und konzentriert sich nur auf mich und wird mir ewig treu sein und in Ewigkeit verbunden werden. Und das war halt dann nicht so, weil das war genauso, wie Mama gesagt hat. Naja, nö, wurscht wahrscheinlich nicht, aber wo die Liebe hinfällt. Die Liebe, es steht ja oft über den Dingen. Was haben Sie denn da? Nur Wurst. Mortadella to go.